herzlich willkommen zu Feuervogel TV mit dem Heimspiel, dem Spiel gegen Bayern München. Auch wenn sie sportlich bislang eher so Mittel liefern, die ganze Liga wird wuschig, wenn die Bayern kommen, so auch in Hagen. Die NRW Arena ist knackvoll, auf geht's in ein Spiel mit vielen Punkten. Nach den 209 insgesamt in Frankfurt, diesmal 220 in Hagen, wenn auch diesmal suboptimal verteilt. Der Start geht schief, das erste Viertel mit 20 Punkten Vorsprung an die Bayern. Überstrafen jeden Fehler, machen aus verlorenen Bällen versenkte Dreier und andere einfache Punkte. 17 zu 37. Effizienz nennt man das wohl. Hagens Doppel-D, Devon und David, die sich insgesamt 58 Punkte brüderlich teilen, halten Phoenix im Spiel. Hoffnung, das Münchner Star-Ensemble knacken zu können, ist zur Halbzeit trotzdem nicht allzu verbreitet. 50 zu 63 der Rückstand von Phoenix. Bayern-Trainer Svetislav Pesic hat erhöhten Puls, ist mit der Gesamtsituation unzufrieden, auch wenn zum Start in Halbzeit 2 im Grunde ein Haken dran zu sein scheint. Phoenix leistet sich weiter Turnover, Bayern verwandelt 18 vor. Aber das Team von Coach Ingo Freier will sich vor den eigenen Fans nicht auseinanderschrauben lassen. Es geht nochmal ein bisschen aufs Gas und scheint auch nochmal knapp zu werden, zumindest etwas knapper, 81 zu 92. Vor der Zielgeraden. Thank you.
Am Ende setzt sich hochbezahlte Qualität gegen Kampf und Herzblut durch. Am Ende auch recht deutlich mit 97 zu 123. Die Phoenix-Familie geht in die kurze Weihnachtspause, trifft sich beim traditionellen Blau unterm Baum in der Hagener Innenstadt. Die Spieler werden sich da aber im Gegensatz zu allen anderen zurückhalten. Direkt nach Weihnachten geht's weiter in der BBL in Ludwigsburg und zu Hause gegen Bonn. Irgendwie vorher eine besondere Taktik, die auch wirklich aufgegangen ist dann jetzt bei diesem Spiel? Ja, wir hatten eine Taktik vor dem Spiel ausgemacht, aber konnten die nicht so gut umsetzen. Wir haben doch viele Punkte zugelassen gegen die Hagener, die natürlich auch sehr schnell spielen. Und das wussten wir auch. Wir haben vor allem das letzte Viertel in Frankfurt beobachtet. Da haben die 36 Punkte gemacht und das wollten wir eigentlich verhindern. Wir sind gut aus der Kabine gekommen, aber im zweiten Viertel haben wir dann die Züge ein bisschen nachgelassen. Aber in der zweiten Halbzeit, denke ich, haben wir es ganz ordentlich gemacht. Aber ganz ausschalten kann man die Hagener nicht. What do you think? What's the reason why this didn't work today? We got off to a slow start in the first quarter and got in a hole a little bit, a 20-point hole. And then from there, we just couldn't break the 10-point barrier. You know, they kind of beat us up a little bit inside and with rebounds. So that kind of hurt us. Gegen solch eine Mannschaft wie Hagen, speziell jetzt, wo Hagen ist hier ein guter Moment, besonders nach dem gewonnenen Spiel in Frankfurt. Eine Mannschaft, die für uns sehr unangenehme Mannschaft ist, weil die spielen sehr schnell, die spielen mit vier Außenspieler, Open Court. Wir sind die Mannschaft, wir haben unsere Spieler auf Position 2, 2,96 Meter, auf Position 3, 2,10 Meter, auf Position 4, 2,12 Meter. Also das heißt, wir sind schon eine Mannschaft, sozusagen, die mit diesem Roster, sagen wir so, sehr schwer gegen sogenannte kleine Mannschaft spielen kann. Das Team von Feuervogel TV wünscht ein schickes Fest und danke dafür, dass ihr so viel Spaß an den Folgen habt.